Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe wieder aufgebraucht und habe mir hier so ein kleines Tütchen gepackt. Das sind jetzt lauter so kleine Sachen, die ich jetzt eben hier reingepackt habe, die ich euch jetzt zeige, wie ich aufgebraucht habe. Natürlich mit kleiner Mini-Review, ob ich nachkaufen würde oder nicht. Und und dann wandert diese Tüte in den Müll, so wie sie ist. Ich greife jetzt einfach rein. Ich habe aufgebraucht und okay, das ist jetzt hier so eine halbe Creme-Tube, aber ich schneide die auf, weil ich es unglaublich finde, was da immer noch rauskommt. Ich bin da so ein kleiner Sparfuchs, aber bei den Preisen, das ist von La Roche-Posay eine Creme und zwar die Hydra Force UV Intense Léger. Das ist mit UVA, UVB Lichtschutzfaktor 20 und das ist meine Tagescreme. Und warum ich die aufschneide, die kostet 21,45 und ich möchte da wirklich alles rauskriegen. Also da, und es ist wirklich, also die hat so einen Pumpspender eigentlich und da ist Wahnsinn, was da noch rauskommt. Und die würde ich nachkaufen, selbstverständlich, das ist meine Tagespflege, die benutze ich. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, die dritte oder vierte Flasche, die ich mir nachgekauft habe. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit und möchte momentan auch keine andere Tagespflege benutzen. Also die kaufe ich definitiv nach. Dann habe ich aufgebraucht, hier nochmal was, ich habe mir das hier so in Alufolie gepackt. Ich bin irgendwie so, ja. Und zwar von Kiehl's, das war die Midnight Recovery Eye Cream. Das war so ein Sample, das ich mal bei Douglas bekommen hatte. Und auf dieses Sample war ich unglaublich scharf, weil ich diese Augencreme schon ewig benutzen wollte. Es ist eine spezielle Augencreme für die Nacht, eben Midnight Recovery Eye Cream. Und ich war ultra gespannt und hatte sehr hohe Erwartungen. Muss aber sagen, dass ich mir diese Creme nicht kaufen würde. Ich habe jetzt, ich weiß auch den Preis jetzt irgendwie gar nicht, also ob ich es vielleicht sogar preisabhängig machen würde. Aber ich mochte sie nicht so wirklich gerne, muss ich sagen. Die hatten eine recht feste Konsistenz, fand ich. Und mir war das Pflegegefühl einfach zu wenig. Und auch die Wirkung. Also ich fand, dass morgens meine Augenpartie recht verknittert war. Im Gegenteil zu der Pflege, die ich sonst immer benutze. Und hier habe ich auch ein Döschen drin, weil ich die auch aufgebracht habe. Das seht ihr gleich, was das ist. Und also sie hat mich nicht überzeugt. Also sie ist ultra schnell eingezogen und war, also nee, mir war einfach das Pflegegefühl zu wenig. Der Effekt am nächsten Morgen war mir zu wenig. Und nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. Also das wird definitiv nicht meine Nacht-Augencreme. Was ich mir aber schon mehrfach nachgekauft habe, ist die Clinique All About Eyes. Und da habe ich auch eine geleert vor kurzem. Und das ist halt die Augencreme, die ich nur nachts benutze. Und die finde ich super. Also die ist ein bisschen reichhaltiger, finde ich. Also es gibt ja noch die Rich-Version. Die habe ich, glaube ich, einmal als Tester benutzt. Die war mir dann auch zu rich. Und die finde ich gerade richtig. Also die zieht schon auch ein. Lässt aber trotzdem, also man merkt die Creme noch, die Pflege. Das ist richtig, ich finde das auch, das wird so richtig entspannt, die Haut ums Auge. Und die soll ja auch Tränensäcke irgendwie und Augenringe lindern. Also ich finde, ich sehe morgens, ich meine, ich habe schon Augenringe morgens, ja. Aber im Vergleich zu der Kiehl's deutlich besser. Ich finde, dass die Partie um die Augen entknitterter ist. Ich meine, klar, da sind schon Falten natürlich, die gehen auch nicht weg. Aber es sieht einfach trotzdem entknittert aus und gepflegt und erholt. Und das finde ich super. Und deswegen werde ich mir diese Clinique All About Eyes auch immer wieder nachkaufen. Die ist teuer, ich weiß. Ich glaube, das Tiegelchen kostet 29, 30 Euro. Ich weiß es nicht auswendig. Aber ich persönlich finde, sie ist jeden Cent wert. Und ich, wie gesagt, ich benutze sie nur nachts. Man braucht nicht viel und man kommt lange damit hin. Also definitiv nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht, schon vor einiger Zeit, weil momentan benutze ich was anderes, und zwar von Clarins wieder die Multi-Active Night. Das ist die Nachtcreme, die ich sehr, sehr lange benutze. Ich habe jetzt gerade was anderes, was wahrscheinlich die ersetzen wird, aber da komme ich dann dazu, wenn ich das geleert habe. Ich habe die sehr oft nachgekauft, jetzt mittlerweile benutze ich die schon seit 4 oder 5 Jahren. Habe die nachgekauft natürlich immer, die ist sehr teuer, die kostet 60 Euro das Teelchen. Ich fand sie aber immer gut. Also ich fand meine Haut am Morgen entspannt, sie zieht schön ein, es fühlt sich sehr, sehr gepflegt an, einfach die Haut im Gesicht. Und die ist eben für die Haut ab 30 speziell. Und als ich 30 wurde, habe ich mir die dann
gekauft und auch immer wieder gegönnt. Und sie ist auch sehr ergiebig. Und ich würde sie nachkaufen, ja, ich kann sie auch empfehlen. Ich habe sie selber jahrelang benutzt, habe aber jetzt für mich, glaube ich, was Besseres gefunden. Dann habe ich auch schon vor langer Zeit, ich weiß nicht, warum ich sie euch nicht eher gezeigt habe, aufgebraucht von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Und die würde ich nachkaufen, die habe ich auch schon nachgekauft. Ich fand die wirklich super gut. Die hat wahnsinnig tolle Wimpern gezaubert, sehr extreme Wimpern. Das ist nichts für diejenigen unter euch, die auf dezente Wimpern stehen. Die macht wirklich sehr, sehr dramatische Wimpern. Und ja, aber ich mag das, ich mochte den Effekt sehr gerne und habe sie mir deswegen auch schon nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht ein Sample, das ich hatte von meinem Mann den Douglas Adventskalender bekommen. Ich glaube, ich hatte das auch auf Instagram gar nicht irgendwie gepostet oder so. Und da hatte ich gleich im ersten Türchen, ich glaube, es war das erste, von Biotherm die Blue Therapy Serum in Oil Night Reparation Nocturne Visible Overnight Visible Recovery Cream. Ja, Nachtcreme. Und die hatte ich dann gleich benutzt, auch hier wieder aufgeschnitten, um die letzten Reste rauszukriegen. Und ich fand sie nicht schlecht, würde sie aber nicht kaufen, weil ich auch gemerkt habe, also die Pflege war gut, es ist sehr schnell eingezogen, man hat sich sehr gepflegt gefühlt, angenehm Tragegefühl. Allerdings habe ich davon unreine Haut bekommen. Ich habe das schon öfter mal bei Biotherm beobachtet. Ich habe das schon mal irgendwann vor Jahren ein Sample benutzt und habe dann hier auf der Nase lauter schöne Mitesser bekommen und auch einen Pickel. Und das war hier das Gleiche. Ich glaube, Biotherm ist einfach nichts für mich. Deswegen werde ich selbstverständlich die Finger von dem Zeug lassen. Wer Biotherm allerdings gut verträgt, dem kann ich sehr empfehlen, weil ich fand die Pflege sehr, sehr gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Haut am nächsten Morgen deutlich entspannten Eindruck macht. Und dann habe ich noch aufgebraucht Augenpflege, Tagesaugenpflege. Auch hier habe ich aufgeschnitten, den Rest, der ist irgendwie, habe ich wohl weggeworfen. Und zwar ist es von Eucerin. Ich kann euch sagen, was ist es? Von Eucerin, der Hyaluron Filler, die Augenpflege. Und die benutze ich jetzt auch schon länger. Die habe ich jetzt auch schon öfters nachgekauft. Und die werde ich mir auch nachkaufen, denn es ist Augenpflege mit Lichtschutzfaktor. Was ich unbedingt haben wollte, gerade natürlich tagsüber. Ich bin sehr viel draußen, auch mit Noah, und möchte einfach auch meine Augenpartie, die Haut um die Augen mit Lichtschutzfaktor schützen. Ja, und deswegen habe ich mir die gekauft. Und ich finde die auch sehr gut als Augenpflege. Und ich finde auch, dass die gut wirkt. Also es ist ja Hyaluronfiller-Augenpflege. Soll gegen Falten natürlich helfen. Also ich sage immer, die Falten, die man einfach schon hat, die tiefer einfach schon sind, die gehen auch nicht mehr weg. Aber ich finde, auch wie bei der All About Ice Cream, es entknittert einfach, es macht einen sehr entspannten, gepflegten Eindruck. Und ich finde schon, dass das einfach so einen optischen, positiven Effekt hat auf die Falten. Ja, rund um die Augen. Und Hauptkriterium ist hier einfach auch der Lichtschutzfaktor, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Also ja, nachgekauft und definitiv empfehlenswert. Und dann habe ich noch drei Sachen hier drin. Einmal von Dior, die hatte ich vor kurzem erst leer gemacht, die Dior Show New Look Mascara, das ist die hier. Und die würde ich mir, nee, ich würde sie mir nicht kaufen. Ich fand sie ganz nett, also sie hat schöne lange Wimpern gemacht, was ich sehr toll fand. Aber mir war es doch ein bisschen zu wenig. Jetzt im Vergleich zu der Make-up Forever, die ich derzeit nutze, kann die echt nicht dagegen anstinken. Also die ist so viel besser. Die war auch schön. Das ist jetzt was, wo ich sagen würde, das ist eher für Leute, die es ein bisschen dezenter mögen. Zwar schon sichtbar getuscht, aber nicht ganz so dramatisch. Für diejenigen unter euch ist die wirklich empfehlenswert, finde ich. Aber mir war es ein bisschen zu wenig, deswegen würde ich mir die auch nicht nachkaufen. Und dann habe ich noch zwei Düfte hier drin, die ich geleert habe, die aber nichts mit meinem Project 20 Pen Parfüm Sample Mod zu tun haben, von dem ich jetzt auch bald ein Update drehen werde. Ich habe das nicht vergessen, es ist schon einiges leer geworden. Das waren einfach Samples, die ich vorher aufgebraucht hatte und halt hier noch gelagert hatte. Leer. Und zwar einmal von Tom Ford Velvet Orchid. Man sieht jetzt kaum was. Den mochte ich sehr, sehr gerne, den Duft. Das war ein sehr... Gut. Doch, ich rieche tatsächlich ein bisschen was. Das ist ein sehr, sehr schwerer Duft, den ich sehr gerne mochte. Also jetzt für den Winter war das ein super guter Duft. Würde ich es mir kaufen.
Nee, ich habe so viele Düfte. Nicht, weil ich den Duft nicht mochte, aber weil ich einfach so viel anderes habe, was ich jetzt aufbrauchen möchte. Und von Chloé, Eau de Parfum steht hier einfach nur drauf, damit ihr was erkennen könnt. Und da rieche ich jetzt zum Beispiel gar nichts. Da war der nicht so stark wie hier Tom Ford. Ja, aber ich erinnere mich, es war auch gut. Ich mochte den auch gerne, aber würde ich mir jetzt auch nicht kaufen, weil ich einfach so viele andere Düfte habe, die ich jetzt gerne erst leer machen möchte. Und ja, ich packe jetzt hier gleich mal alles wieder zurück, weil das war jetzt so in den Müll. Das war so Kleinkram, den ich aufgekauft habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch vielleicht weitergeholfen bei dem einen oder anderen Produkt oder euch auch vielleicht Anregungen gebracht, was ihr mal ausprobieren wollt, wenn ihr auf der Suche nach diversen Dingen seid. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!